Ein paar von euch haben vielleicht mitbekommen, dass ich so zwei, drei Videos über Pierre Vogel und andere Moslems gemacht habe und meine Fresse können die Brüder abgehen in den Kommentaren. Ich meine, ich habe natürlich auch Standardkommentare bekommen, so in Richtung, ey, du bist ja voll das Opfer und willst du die Wahrheit nicht akzeptieren, Mann. Aber es gab auch Fachgelehrte, wie zum Beispiel Dina Alas 7714, der mich erst als vollkommen lächerlich bezeichnet hat und dann am Ende irgendwann kam, ich kann alles widerlegen, was der Typ hier behauptet hat. Jeder, der das wissen will, kann mich anschreiben. Aber dem Typen, der die Behauptung aufgestellt hat, werde ich gar nichts beweisen. Excuse me, out of my way, please. I have a handicap. Dann gab es natürlich noch den geschätzten Fakir, der den Begriff Natur als Ansammlung von Pflanzen und Viehzeug bezeichnet. I've had my handicap for about 3 days now. Sagt, dass es so etwas wie Impulse und Ströme im Gehirn nicht gibt, weil das ja alles Gedanken sind und keine Impulse und Ströme. There are hundreds of people with handicaps now. Und der Aisha, also die Neunjährige, die Mohammed gefickt hat, als total legitim darstellt, weil er vorher ältere Frauen hatte. Anyone can have a handicap now. Meine Kommentarzeile sah im Grunde so aus. Und bevor sich jemand aufregt, ich weiß, nicht alle Muslime sind so. Das ist ein extrem kleiner Anteil von Vollidioten, die gibt's in jeder Gruppe. Egal ob Muslime, Christen, Atheisten, Schachclubs oder was auch immer. Aber ich wollte mal ein paar Vollidioten highlighten, einfach nur um zu zeigen, ja, es gibt einen Grund zu lachen. Und ja, eigentlich sollte uns das Lachen im Halse stecken bleiben, weil die Vollidioten irgendwann wählen dürfen.